Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagna und der Andrea Meier. Heute wird es mal ein bisschen gemütlicher. Wir sind im Lavo am Genfersee. Da müssen wir ab und zu mal einen Halt einlegen und ein bisschen Wein probieren. Los geht's für uns in Lütri, ein freundliches Dorf, das fast ein bisschen wie eine aufgeräumte Puppenstube wirkt. Ein bisschen außerhalb entdecken wir Hinkelstein, die, wo die Comicfigur Obelix die ganze Zeit umeinander dreht. Dabei ist das historisch falsch. Weil die Kelten nämlich sich gar nichts gemacht haben aus diesen Hinkelsteinen. Der war nur seiner Zeit voraus. Trotzdem sind die Steine eindrücklich. Der Zug bringt uns nach Saint-Saphorin, wo wir am liebsten gerade die Liegestühle aufstellen wollen. Der Ausblick ist einfach bestechend. Auch das Winzerdorf mit seinen engen und verwinkelten Gassen kann sich sehen lassen. Da gibt es noch viele charakteristische Winzerhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Besonders stolz sind die Bewohner auf ihr Heiligtum, eine gotische Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Darum sieht man die auch auf vielen Weinetiketten. Eine steile Stege führt unter die Erde. Dort erklärt ein kleines Museum die Geschichte dieser Kirche, die so alt ist wie der Weinbau am Genfersee. Letztes Mal haben wir das Gipfelbuch, jetzt das Museumsbuch. Der Blick zurück zeigt das Lavo-Wandergebiet von seiner schönsten Seite. Die Rebberge und die Mauern, die sie umgeben, sind vor 800 Jahren von Mönchen gebaut worden. Sie haben das Land für ihren Messwein fruchtbar machen. Das ist ihnen gelungen. Seit 2007 gehört das Lavo-Gebiet auch zum Welterbe der UNESCO. Der Winzer hier unten sagt man übrigens nicht umsonst auch Alchemisten oder Künstler. Und wer hier unten wandert, kommt nicht darum herum, das Geheimnis der Weinreben zu entdecken. Da und dort in Form von einem Gläschen Wein. Welche Zeit am Morgen machen Sie auf? Also normalerweise am 11 Uhr, dann zum Aperitif, das ist klar. Aber es ist manchmal so früher, wenn wir eben so Spezialzüge haben. Und das ist auch schon passiert, dass um 10 Uhr die Leute kommen können, ein Glas Wein trinken. Mit der Chasselas-Traube, der Königin vom Lavo, sind die Winzer dieses Jahr besonders zufrieden, weil es einen langen Sommer gegeben hat. Das bedeutet, dass der Wein von diesem Jahr eine besonders fruchtige Note bekommt. Eine kleine Verpflegung tut jetzt gut. Hier unten warten nämlich noch einige Weinkeller auf uns. Nach dem x-ten Wesli gleich. Genau so. Nach dem x-ten Wesli gleich. Also, nach dem x-ten Gläschen Wein geht es jetzt weiter in den nächsten Weinkeller, was du organisiert hast. In Aron, jawohl. Ja, nein, wirklich. Der Thomas ist ja der Weinprofi, ich kenne ihn nicht. Ich werde nebenan stehen und filmen. Du wirst probieren. Du bist ja mal in Wein gekommen, oder so, oder? Ja, das ist gut. Kann ich mich blamieren, ja. Kannst du blamieren? Ja. Aber wir sagen so noch, wie es geht. Nach dem Mittag laufen wir weiter über Rie und Grandvaux nach Aron und geniessen die Weite vom Genfersee, wo im Nachmittag hineinglitzert. In Aron klärt uns der Pascal Dans auf, wie man zum Profi wird in Sachen Weindegustationen. Nach so viel Weinkultur tut es gut, noch ein bisschen die Beine zu vertrampen. Ich muss an die Winzer denken, die hier unten so einen guten Ruf haben und trotzdem müssen sie sich Sorgen machen um Nachwuchs. Das Winzergeschäft ist nicht einfach. Aber wer sich dafür entscheidet, macht das mit einer grossen Leidenschaft.